wenn ich im Advent, so kurz vor Weihnachten, hier in Hamburg in die Innenstadt reingehe, dann bin ich in einem unendlichen Gewimmel. Die Leute sind hektisch, sie laufen herum. Und vor allen Dingen, es sind ganz viele. Es ist ein richtiges Gewusel und Gewimmel. Mich erinnert das an die Bücher, die viele Kinder haben, die Wimmelbücher. Wir haben dieses Jahr sogar ein weihnachtliches Geschenkpapier mit Wimmelbildern. Das Schöne daran ist, ganz viel ist zu sehen und man muss genau hinschauen, um die Details zu erkennen. Ich kenne zum Beispiel eine Familie mit einem kleinen Jungen, der hat ein Wimmelbild über die Kirche und er sucht sich immer ganz bestimmte Szenen heraus. Hier in dem Einkaufspapier oder Geschenkpapier zu Weihnachten, da ist die Geburt Jesu mitten in Hamburg dargestellt. Vor dem Rathaus, an der Alster, vor dem Michel und sogar vor unserem St. Mariendom. Man muss schon genau hinschauen, um diese Spuren von Weihnachten zu erkennen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Gewimmel und Gewusel von Advent immer wieder die Ruhe finden, zu schauen, zu entdecken und die Spuren Gottes in Ihrem Leben zu finden.